Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar bin ich wieder unterwegs auf Lost Place Tour. Und ich habe da was gefunden. Ein verlassenes Haus, Villa, hätte ich jetzt gesagt. Ich kann euch aber jetzt nicht genau sagen, weshalb, wieso, warum. Auf jeden Fall nehme ich euch jetzt mal mit. Krass, oder? Das ist ein riesen Gebäude. Das ist unfassbar. Schaut euch das an. Guckt euch das an. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, ob wir einen Eingang finden. Krass, oder? Schauen wir gleich mal hier unten. Alte Backsteine. Krasser Scheiß, oder? Ist zwar stockdunkel. Alte Stühle. Krass. Man kann nicht viel sehen, ne? Weil es stockdunkel ist. Ich schau mal, ob ich die Taschenlampe anschmeißen kann. Krass. Guck dich das an. Alter Rasenmäher. Das ist schon heavy. Schon richtig heavy, wenn euch das so anschaut. Ne? Krass, Alter. Guck dich das hier an. Was auch immer das hier war. Also hier unten drin finde ich persönlich schon ein bisschen unheimlich. Wahnsinn. Schauen wir mal, ob wir oben reinkommen. Schon echt heavy. Wenn ihr mal so oben reingeht. Absolut krasser Scheiß, oder? Hier ist zu. Mal schauen, ob wir noch einen anderen Eingang. Siehst du? Das ist schon echt heavy. Da unten waren wir gerade. Boah. Das ist absolut krank. Aber man weiß ja nicht, wo man gerade hinzappt. Aber es ist schon saugefährlich. Weil da hinten ist anscheinend schon was runtergebrochen. Da oben ist auch schon die komplette Decke runtergekommen. Also sollte man da vielleicht nicht weiter hochgehen. Hier oben auch. Schon komplett krank. Das ist eine uralte Villa. Ich habe leider keinerlei Informationen drüber, in welcher Art und Weise das jetzt hier verlassen wurde. Aber schaut euch das an. Das ist schon komplett durch, Alter. Wie gesagt, hier biegt sich alles schon durch. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern die Treppe hier hält. Keine Ahnung, ne? Und ich will es auch ehrlich gesagt nicht herausfordern. Man sollte nämlich auf Lost Place immer Safety First machen. Und zwangsläufig jetzt nicht irgendwelche Risiken eingehen, die einen dann ja letztendlich, sag ich mal, dahin befördern, wo man nicht hin will, ins Krankenhaus oder so, ne? Wie ihr sehen könnt, geht es ja hier nach oben, also quasi hier. Aber da ist ja auch schon ein Teil der Treppe weggebrochen hier. Das seht ihr ja. Also das ist saugefährlich, leider. Aber ich finde das mega. Das ist schon echt geil. Das ist schon echt krass.
schauen wir uns mal rum. Ich gebe mir eine Möglichkeit. Das ist unfassbar. Das ist ja ein Riesengrundstück. Das ist total heavy. Da sind wir schon rein und haben schon geguckt. Krank. Absolut krank. Leider kommt man nicht nach oben, weil ziemlich viel schon eingebrochen ist. Keine Ahnung, wie es jetzt oben aussieht. Wäre zwar sehr interessant gewesen, aber das Risiko gehe ich nicht ein. Aber lasst es mal auf euch wirken. Krass, oder? Ist total verrückt. Hier geht es dann auch hoch. Ja, da war ich dann oben, bin ins Haus rumgelaufen. Hier unten drin waren wir. Ja, mehr gibt es leider nicht zu sehen. Beziehungsweise es gibt vielleicht sogar mehr zu sehen, aber es wäre ein Risiko, ja letztendlich sage ich mal, da drin rumzuhüpfen, während halt das Ganze etwas instabil ist. Ja, dann würde ich sagen, verlassen wir den Ort wieder und schauen mal, was wir vielleicht heute noch finden. Mal gucken. So, da geht's zurück. Also musst du den ganzen Wald entlang latschen. Ist schon echt crazy. Ne? Aber gut, so ist es nun mal. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Sagt mich weiter. Vielen Dank für den ganzen Support, den ich gerade erhalte. Sei es über Instagram, Facebook. Oder jetzt auch YouTube. Vielen Dank dafür. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.